und herzlich willkommen zu einem weiteren Quick Tipp. Ja, was ist die Quick Tipp Serie eigentlich? Hier sind viele neue Zuschauer auf dem Kanal, da erkläre ich das mal kurz. Die Quick Tipp Serie habe ich ins Leben gerufen, um euch kurz und knackig bei eurer Schichttechnik zu helfen. Hier gehe ich dann auf eure Kommentare ein, auf eure Problemstellungen und Fragestellungen ein und mache dazu ganz, ganz schnell ein Video, sodass ich viele Fragen beantworten kann. Das heißt, ihr wird keine mega hohe Videoqualität sein, sondern ihr steht wirklich die Information im Vordergrund. Ihr habt mich gebeten, mal wieder ein Carving-Video zu machen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wie ihr wisst, ist der Skischwung und die Spur die Visitenkarte des Skifahrers. Wenn wir jetzt nach oben gucken und uns die Skifahrer anschauen, dann sehen wir direkt, okay, das sieht cool aus oder weniger cool, sieht sportlich aus oder eher gemütlich. Um euch hier mit eurer Carving-Technik, mit eurer Visitenkarte bestmöglich zu helfen, packe ich mal das Problem an der Wurzel an. Man sieht, wenn man auf den Berg schaut und sich die Skifahrer beobachtet, eigentlich in egal bei welcher Schwungart, immer drei Fehlerbilder. Fehler Nummer 1 ist, dass viel zu viele Skifahrer mit Rückenlage fahren. Das heißt, die sind nur Passagier auf ihrem eigenen Ski, können den nicht gezielt ansteuern, haben wenig Kontrolle und es sieht auch nicht wirklich sportlich aus. Fehlerbild Nummer 2 ist, dass wir mit einer Schulterrotation in die Kurve reinfahren, anstatt aus dem Bein zu arbeiten. Wie ihr seht, wenn ich mit der Schulter arbeite, ist ein extrem weiter Weg, bis die Bewegung oder bis das Moment am Ski angekommen ist. Und dadurch kriegen wir auch keinen richtig coolen sportlichen Schwung hin. Außerdem können wir den Außenski so auch nicht sauber belasten. Und Fehlerbild Nummer 3 ist, dass viele über Innenlage in die Kurve reinfahren. Das heißt, sie belasten den Außenski nicht sauber, stehen nicht mittig über beiden Skiern und so können sie nicht sicher und sportlich fahren. Weil was passiert, wenn ich auf dem Innenski stehe, wenn ich über Innenlage einfahre, wenn eine Eisplatte kommt, dann liege ich da und dann sind Schulterverletzungen möglicherweise sogar die Folge. Damit ihr das ein bisschen besser versteht, fahre ich jetzt mal alle drei Fehlerbilder vor und versuche mal in diesen Fehlerbildern zu carven. Seht selbst, wie gut das funktioniert. Drehte alles klar? Rückenlage. Ich glaube, man hat es schon ganz gut gesehen. Ich konnte den Ski nicht richtig ansteuern, keinen hohen Kantwinkel aufbauen. Das zeichnet ja gerade eine hohe Kurvenqualität, eine schöne Carving-Kurve aus, dass wir einen Kantwinkel über den Kurvenverlauf immer weiter aufbauen können. So, Fehlerbild Nummer 2 ist, dass wir über eine Schulterrotation in die Kurve reinfahren. Okay. Ihr habt gesehen, wenn ich mit einer Schulterrotation in die Kurve reingefahren bin, dann sind meine Skienden hinten rausgebrochen. Ganz klar, wenn ich die Schulter mit reinnehme, verdrehe ich auch mein Becken und dadurch kann ich nicht mehr den Ski, den Außenski, sauber ansteuern. Das richtige Resultat ist eigentlich, wenn ich eine hohe Qualität in der Kurve haben will, dass meine Sprung mit meiner Knie-, Hüft- und Schultergelenksachse parallel ist. Okay. Kommen wir zu Fehlerbild Nummer 3. Jetzt werde ich mal über Innenlage in die Kurve hereinfahren. Auf geht's! Ihr habt gesehen, da kann man schon carven, aber ich stehe auf dem Innenski, ich kriege keine sportlichen Positionen. Ich kriege den Arsch nicht richtig auf die Piste, wir haben kaum Kantwinkel und wenn eine Eisplatte kommt, dann liege ich da. Was sollten wir denn eigentlich machen? Was müsst ihr jetzt machen, um dieses Fehlerbild zu vermeiden? Es ist ja immer so, wenn wir ein System betrachten, gibt es immer ganz, ganz viele Symptome, aber nur ein Engpass, der das Problem wirklich löst. Und für alle drei Fehlerbilder gibt es eine Lösung und die Lösung verrate ich dir jetzt. Wenn wir uns die Kurve anschauen, ich male sie mal auf. Zack, das ist unsere schöne
runde Kurve. Aber mir ist echt ein Künstler verloren gegangen. Da fahren wir hier in die Kurve herein. Und das ist hier ganz klar der Kurvenwechsel, weil wir kommen hier aus der Kurve raus. Hier ist der Kurvenwechsel. Okay? Was müssen wir da jetzt machen? Wir kommen ja so aus der Kurve raus. Oder? Wir kommen so aus der Kurve raus. Wir haben richtig Kantwinkel. Oberkörper ist über dem Außenski. Und mein Körperschwerpunkt ist mittig über beiden Skiern. Und jetzt muss ich die Kante hier treffen. Die neue Innenkante des Außenskis. Und da müssen wir uns jetzt in Richtung der neuen Kurve bewegen. Das ist diese Bewegung. Wir bewegen uns in Richtung der neuen Kurve und können so die Innenkante vom ersten Moment der Kurve treffen und können dann über den Kurvenverlauf dadurch, dass wir weiterhin aus dem Sprunggelenk arbeiten. Wir sind ja gerade, wenn wir uns hier hin bewegen, stauchen wir extrem stark das Sprunggelenk. Und wenn wir dann das Sprunggelenk über den weiteren Kurvenverlauf weiter drücken, also weiter ins Sprunggelenk reindrücken, können wir Knie und Becken zum Kurvenmittelpunkt bewegen. Also wenn wir die Kurve hier haben, ist das der Kurvenmittelpunkt. Oh, verdammt. Knie und Becken zum Kurvenmittelpunkt und Oberkörper über den Außenski. Und dann kriege ich einen richtig coolen Kantwinkel hin. Ich kann mit Fullspeed um die Kurve herumfahren und habe maximale Kontrolle. Das ist dann die sogenannte Steuerqualität. Und jetzt habe ich noch drei Übungen für dich vorbereitet. Und ihr wisst es vielleicht aus dem Video meiner Top 3 Übungen. Eine meiner absoluten Lieblingsübungen ist die Bergstemme. Wie funktioniert die Bergstemme? Wir fahren aus der Kurve heraus. Wir stemmen, oh, ich drehe mal gerade um, ich will ja nicht so trosselig aussehen. Wir kommen aus der Kurve heraus, stemmen den neuen Außenski heraus nach vorne, stellen uns auf die Innenkante des neuen Außenskis und fahren dann um die Kurve herum. So haben wir ab dem ersten Moment der Kurve eine Belastung auf der Innenkante des neuen Außenskis und können den Ski dann über den Kurvenverlauf immer weiter aufkanten. Das machen wir jetzt hier mal. Resel, bist du ready? Okay, das war Übung Nummer 1, die Bergstämme, der Klassiker. Wenn ihr jetzt hier nochmal hochschaut, dann seht ihr hier schön meine Spur, meine Visitenkarte. Habe ich hier, glaube ich, ganz schön eingezeichnet. So, dann Übung Nummer 2. Anderer Fokus, Stöcke auf Halbmast in die Hüfte. Die bleiben immer taloffen, also ich habe immer eine taloffene Körperposition. Und wir stellen uns vor, dass an unseren Stöcken ein Gummi ist, das uns im Kurvenwechsel immer schön nach vorne zieht. Schön nach vorne, aber in Richtung der neuen Kurve. Nicht in die Richtung, sondern in die Richtung, in die Stöcke zeigen. Alles klar? So, wie ihr gesehen habt, der Oberkörper bleibt immer gleich ausgerichtet, nur die Beine arbeiten und für die Fortgeschrittenen unter euch, ihr könnt dann das Becken auch mal Richtung Kurvenmittelpunkt drücken und mit dem Oberkörper über den Außenski gehen und könnt so noch einen höheren Kantwinkel erzeugen. Übung Nummer 3, ich habe es gerade schon angesprochen, der Oberkörper muss vom Unterkörper separiert werden, der Oberkörper ist super stabil. Geht über den Außenski drüber, Körperschwerpunkt mittig und ja, wenn ein Buckel kommt, dann darf nichts passieren. Also Stöcke wieder auf Halbmast, nach außen die Stöcke, dann spannen wir die Kurven äußere Hand an. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Rechtskurve fahre, ich komme hier rein, ich fahre hier rein, wenn ich die Innenkante des neuen Außenskis treffen will, drücke ich mal richtig kräftig hier in meine linke Hand rein, okay? Immer in die Kurven äußere Hand. Ich fahr's vor, ihr macht's nach. Auf geht's.
Das war Übung Nummer 3, ihr habt gesehen. Super stabiler Oberkörper. Da kommt richtig Spannung rein. Und ich gebe meinem Körper ein Signal, jetzt nach vorne in die neue Kurve reingehen. Ski aufkanten und dann warm um die Kurve herum. Das ist schönes Skifahren. Das sind geile Schwünge, sportliche Schwünge, die richtig Spaß machen. Okay, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn du noch weitere Problematiken beim Skifahren hast oder wenn ich irgendwo rüber ein Video machen soll, dann schreib es einfach in die Kommentare. Du hilfst mir sehr, wenn du einen Daumen nach oben da lässt, so kann ich schneller und besser wachsen und somit auch langfristig diese Inhalte produzieren. Und wenn du es mit deinen Freunden teilst, wäre das wirklich richtig, richtig geil. Okay, ich wünsche dir noch einen extrem schönen Tag. Mach's gut, dein Julian. Ciao.